Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV, zu meiner persönlichen Prognose für den vierten Bundesligaspieltag. Ja, was ist in der Länderspielpause passiert? Viele Länder waren aktiv am Start und eine Sache ist passiert, und zwar haben Neymar genauso wie Lewandowski den alten Ronaldo El Phenomeno überholt bei den Länderspieltoren. Und zwar war Ronaldos Stand bei 62 und Lewandowski hat gegen Bosnien sein 62. und 63. Tor erzielt für Polen. Und Neymar hat für Brasilien gegen Bolivien sein 62., 63. und 64. Tor erzielt, und somit haben beide den unfassbaren Ronaldo geknackt, was die Länderspieltreffer angelangt. Ansonsten, ja, Haaland sehr treffsicher für Norwegen, mittlerweile 7 Länderspiele, 6 Tore. Der Junge wird noch seinen Weg gehen und der wird auf jeden Fall steil nach oben zeigen und verlaufen, falls dort keine Verletzung ins Spiel kommt. Und das wünschen wir dem alten 007 Schauspieler, dem alten James Bond Film Schauspieler nicht. So, meine lieben Sportskameraden, jetzt zwei neue Sachen, die jetzt bei den Prognosen passieren. Und zwar in jeder Prognose das Getränk der Woche, Freunde. Mach mal Kühlschrank auf. Ich mach mal Kühlschrank auf. Was ich mir so gönne. Denn die Prognosen, die haben ja eine Laufzeit, da muss man auch Flüssigkeit zu sich nehmen, ne? Und zwar in dieser Folge Le Tribut Natural Cream from Lolia Tonic Water. Sehr empfehlenswert, nicht gerade günstig, Freunde. 2,49 das gute Stückchen. Und dann würde ich mal sagen, nimmt der Onkel erstmal ein Schlückchen, bevor das hier dann weitergeht. Ja, also die Flasche, die ist auf jeden Fall schon mal ein Augenschmaus. Und jetzt nehmen wir mal erstmal ein Schnückchen, ne? Ah, auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis 1A. So muss Tonic Water schmecken, Freunde. So, schön auf dem Platz. Und noch eine zweite Sache. Und zwar, viele wissen das ja von euch, der Onkel ist mittlerweile Vater, ne? Und ich bin jetzt immer häufiger so in Spielläden, Spielzeugläden und so, wo man so Sachen für kleine Babys kauft, ne? Jetzt so diese Sitzstuhl habe ich geholt, wo man drauf essen kann, wo mein Sohn da ausrastet, sein erster Chefsessel so. Und ich habe eine neue Rubrik, Freunde, ne? Denn ich bin jetzt voll in die Spielzeugwelt eingestiegen, ne? Und in regelmäßigen Abständen, Freunde, werde ich gewisse Spielzeuge auf Maverick TV vorstellen und die auch zusammenbasteln und dabei mich mit euch unterhalten, ja? Vielleicht sogar auch per Livestream auf YouTube, oder einfach, ihr seht meine Hände, vielleicht auch meinen Mund und was ich so davor mache, und dazu rede ich dann vielleicht mal, was so beim Fußball passiert ist. Dann gehen wir vielleicht so spezielle Geschichten, die passiert sind, können wir beim Basteln ja besprechen, Freunde. Und ich zeige euch mal schon mal einen kleinen Vorgeschmack. In der ersten Sendung erwartet uns Lego, und zwar Batman jagt Robin, Freunde. Den Pinguin, nicht Robin, den Pinguin. Dieses Video folgt, Freunde, ne? Ich denke mal, heute oder morgen werde ich das mal schön zusammenbasteln. Ist auf jeden Fall mal eine Sache für sich, ne? Da fühlt sich der Onkel mal wieder, da ist wieder das Kind im Onkel erwacht. Obwohl man sagen muss, ich bin trotz 38 immer eigentlich jung geblieben, Freunde, ne? Zu alten Eisen kann man den Onkel ja noch nicht abstempeln. So, jetzt 20. Oktober, und zwar schon nach dem vierten Bundesligaspieltag. Hallihallo, Freunde. Keine Länderspiele, Bundesliga auch vorbei. Und was haben wir dann in der Woche? Freunde, Champions League und Europa League. Ne? Der Onkel ist hier am Lektüre studieren.
da wird es richtig abgehen in dieser Saison. Ne? Sehr, sehr interessant und da freue ich mich schon drauf. Jetzt werden die Wochen erstmal mit Schmackes abgehen, ne? Wenn die englischen Wochen losgehen, Freunde. Da haben wir erstmal Fußball on must nach der ganzen Corona-Misere. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, starten wir mal hier durch, so wie wir eigentlich das Prognosevideo beginnen. Mit der Kicktipprunde, Freunde. Tagessieger Bobby. Glückwunsch, Bobby, amigo. 288 Punkte am dritten Spieltag. Was ist mir aufgefallen? Ich denke mir so, warum habe ich 0 Punkte? Ich habe einfach vergessen, die Tipps abzugeben. Deswegen, vergiss die Tipps nicht abzugeben. Ich habe jetzt den ganzen Spieltag 0 Punkte geholt, weil ich vergessen habe, die Tipps abzugeben. Ne? Deswegen, Tipps abgeben und dann gehen wir mal die Top 5 durch. Da sind wir. Auf Platz 3 sind 3 Spieler, deswegen Platz 3, 4, 5 mit 3 Platz schon ausgefüllt. Und da haben wir Andi 1899, Basti 91 und Lewandowski. Alle drei haben die gleiche Punktzahl mit 474. Dann haben wir auf Platz 2 Chris Cross mit 528 Punkten. Chris Cross, bist du das, Digga? Ich weiß gar nicht, ob das dieser Chris Cross ist, von dem Chris Cross, von dem ich ausgehe, dass das dieser Chris Cross ist, Digga. Falls du das bist, Dicky, Alter, peace out, da mies getippt. Und dann sind wir auf Platz 1, GLS 1900 mit 546 Punkten hat er die Führung übernommen. Dann kurzes Resümee zu dem Spieltag davor. Ja, nur 6 von 13 wettmöglichen Tipps, die ich abgegeben habe, mit Quoten sind gekommen. Auch nicht zufrieden, kann man sagen. Da ist der Onkel nicht zufrieden. Frankfurt-Hoffenheim, da hatte ich auf Frankfurt richtig und das Kramaric trifft. Bremen-Bielefeld, das Bremen gewinnt. Stuttgart-Leverkusen 1x. Sehr stabiler Tipp. Dass Augsburg in Wolfsburg nicht verliert, auch x2. Und 0-3 Handicap 2, dass Hertha nicht höher als mit 2 Treffern hier gegen die Bayern verliert. Das war ja mal ein super Spiel. Fast einen Punkt geholt, die Berliner in München. 4-3 Niederlage am Ende. 6 von 13. Kein Resultattipp ist gekommen. Aber das ist ja auch, ihr wisst, schwer genug. Ne? Deswegen sind wir bei den Resultattipps 1 von 27. 6 von 13 am dritten Spieltag bei den Wetttipps. Da sind wir gesamt 23 Tipps sind gekommen bei 64 von mir vergeben. Ja? Alle, die Daumen hoch geben, die Prognosen lieben, abfeiern sind, Freunde. Danke für jeden Daumen hoch, da bin ich zufrieden. Wir haben ja wirklich in den ersten Spieltagen gleich mal gezeigt hier, 300, 400 Daumen hoch, auch über 4000 Zuschauer nach diesen ganzen Corona-Misere. Sehr schön, freut mich auf jeden Fall. Ich dachte, das werden so zwischen 800 und 1400 Zuschauer sein. Aber da sind ja noch alte Maverick Berlin-Fans am Start, die den Onkel hier weiterhin unterstützen. Deswegen Dankeschön für jeden Daumen hoch. Das baut mich auf, das motiviert mich, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir die 9 Spiele durch. Heute haben wir Freitag, deswegen kann ich leicht und locker flockig das hier am Freitag machen. Denn Freitag, wegen den Länderspielen, ist das Freitagsspiel ausgefallen. Gestern Düren FCB, das war mir klar, dass das kein hohes Ding wird. Bayern mit einer guten, stabilen B-Mannschaft. 3-0 in Düren, also in München. Die haben das da getauscht, dann ja, wo auch immer die gespielt haben. 3-0, Sieg eine Runde weitergekommen, ohne die Starspieler. Und dann sind wir mal so, Freitagsspiel ist ausgefallen, dann geht Samstag los mit 7 Partien. Morgen, da wird es richtig knackig abgehen. Mainz-Leverkusen, ja, die Mainz haben mit 3 Niederlagen und ich habe die jetzt auch wirklich studiert. Die sind ja wirklich Grotte, ne? Die sind ja auch wirklich noch gar nicht im Saft. Ob die Länderspielpause denen geholfen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich muss eins sagen, Leverkusen hat auch in den ersten 3 Spielen, ne, auch nur 3 Punkte geholt, weil 3-mal Remis gespielt. Bedeutet, sollte Mainz Leverkusen schlagen, zählen eigentlich die 3 Niederlagen nicht, denn da ist man mit Leverkusen auf Gleichstand. Ne? Trotz allem denke ich, dass Leverkusen jetzt langsam kommen muss. Schick ist, glaube ich, verletzt. Aber trotz allem sind die da besser beschmückt. Volland und Havertz sind natürlich sehr große Rückschläge, dass die nicht dabei sind und dass die verkauft wurden nach Monaco und zu Chelsea. Aber trotz allem hat natürlich Leverkusen Maßstäbe und die wollen da um die europäischen Plätze mitkämpfen. Und ich denke mir, ein viertes Spiel ohne Sieg,
Das wäre ja schon eine kleine Krise. Und ich denke, Mainz, so wie die jetzt drauf sind, werden die auch den Leverkusener diesen Sieg geben. Ne? Also Leverkusen wird meiner Meinung nach in Mainz gewinnen. Da war nur eine 1,60er. Deswegen sage ich hier 1-0. Handicap 2 mit einer 2,40er. Das ist auch meine Quote. Und ich habe hier zwischen zwei Resultaten so immer so eine Schwankung gehabt. Entweder 0-2 oder 1-3. Aber da Mainz zu Hause spielt und mit Matata und Quaison da eigentlich immer ab und zu mal ein Überraschungstor, auch gegen Leipzig haben sie eins gemacht, habe ich mich für das 1-3 entschieden. Also, 3-1 Sieg Leverkusen, 1-0 Handicap 2, 2,40er Quote. Dann sind wir bei Augsburg gegen Leipzig und die Augsburger 2-0 Dortmund geschlagen. Und zu 0 Dortmund so zu schlagen, ne, mit so einer Taktik, das schafft nicht jeder. Und Leipzig, viele Spieler waren jetzt auch bei den Länderspielen bei den Leipzigern. Und ich denke, das wird ein sehr schwieriges Unterfangen, da die Augsburger auch hinten doch ziemlich stabil stehen. Trotz allem denke ich, wird es eine torreiche Partie und ich gehe hier von einem 2-2 aus. Ich sage, Augsburg wird zu Hause nicht verlieren, 1x240er Quote. Und ich denke, das wird auch ein plus 3,5 Spiel. Ne? Über 3,5 Spiel mit einer 2,20er Quote, 2,2x. Hertha gegen Stuttgart und die Stuttgarter eigentlich machen Tore, kassieren Tore, ne? Haben sich wirklich in den ersten drei Partien als Zweitliga-Aufsteiger ziemlich stark präsentiert. Die Hertha dagegen nicht. Ne? Da sind Erwartungen von Windhorst, ne? Mega-Multi-Multi-Multi-Millionär oder sogar vielleicht war er mal Milliardär oder ist es noch kurz. Aber ich glaube, das Geld, was er jetzt in Hertha reingesteckt hat, da ist er, glaube ich, von der Milliarde ein bisschen jetzt unterm Strich. Deswegen kann sein, dass der da nicht mehr so viel Schotter hat. Aber es reicht noch für ein paar Kaufland-Einkäufe. Und ich sag mal so, Hertha Stuttgart, ja, die Hertha muss jetzt kommen und die Hertha wird zu Hause jetzt gegen den Aufsteiger hier in Dreier holen. Da ist eigentlich eine viel zu stabile Quote für Hertha-Sieg. 2-10er-Quote für Hertha-Sieg, das ist für mich eine klare 1. Für mich auch Luke Bacchio mit einer 2,90er wird ein Tor machen. Und ich schwenke hier, dass Stuttgart auch Tor machen wird. Aber ich denke, das wird auch eine torreiche Partie. Deswegen habe ich hier noch Hertha über 1,5, ist eine 1,75er. Hertha wird gegen Stuttgart 2 Tore machen. Hertha über 1,5 Tore ist eine 1,75er. Und meiner Meinung nach wird das entweder ein 3-2 oder ein 4-2. Ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich sage, das wird eine torreiche Partie. Eigentlich habe ich hier 3-2 mehr, aber ich sage 4-2 für Hertha BSC. Deswegen auch das über 3,5 mit einer 2,30er. Ich nenne hier mehrere Quoten. Für welche Quoten ich mich dann fest entscheide, die werden natürlich eingeblendet, Freunde. Dann sind wir bei Freiburg gegen Bremen und ich war die ganze Woche so Freiburg eigentlich besser. Freiburg Heimsieg hier, klar. Aber Bremen ist gut drauf. Zwei Siege, die präsentieren sich besser als in der fast Abstiegssaison letztes Jahr. Und ich sage, die werden sich da reinfighten in diese Partie. Freiburg ist leichter Favorit für mich, aber am Ende ist das für mich ein 1-1 x 3,40er und vor allem ein minus 2,5 Spiel mit einer Zweierquote. Dann sind wir beim Hoffenheim gegen BVB und ich muss sagen, Hoffenheim, ne? Da waren ja die vier Tore von Kramaric letzte Saison beim 4-0 in Dortmund einfach mal. Da hat Hoffenheim 4-0 gegen Dortmund gewonnen, da ging es aber um gar nichts mehr. So gesehen wird die Revanche folgen. Hoffenheim ist nicht so stark und die Dortmunder sind auf jeden Fall richtig, richtig mit der Jungen, mit diesen jungen Spunden. Die können da sogar so Länderspiele absolvieren, zurückkommen und dann sind die auch sofort drauf, denn die sind jung, hungrig, die wollen spielen. Das ist wie auf dem Bolzplatz. Du gehst jeden Tag 8 Stunden auf dem Bolzplatz und brauchst da keine Pausen, Freunde. Ne? Deswegen BVB für mich ein ganz klarer Sieg in Hoffenheim mit einer 1,75er. Für mich ein Handicap-Sieg 1-0, Handicap 2 mit einer 2,60er für BVB. Haaland Tor, BVB-Sieg ist eine 2,50er-Quote. So wird es auch kommen. Haaland wird treffen, BVB wird gewinnen mit einer 2,50er-Quote. Und für mich sogar eine 4,20er-Quote. Haaland trifft doppelt. Das wird ein typisches Haaland-Spiel. Diese Hoffenheimer Abwehr wird Haaland nicht zu fassen kriegen. Deswegen alles auf Haaland und Dortmund Handicap-Sieg 1-4 BVB. Dann sind wir bei Bielefeld gegen Bayern. Und ich glaube, Bayern jetzt wirklich jetzt auch mit der B-Mannschaft in Düren jetzt auch noch ein paar Meter gelaufen. Jetzt waren auch viele ein bisschen vielleicht angeschlagen in den Länderspielen drin. Jetzt kommen sie wieder zurück.
haben auch schon gezeigt, Hertha hat schon gezeigt, anfällig sind sie weiterhin. Natürlich war diese Saison sehr, sehr lang in Delay. Die haben zwar alles gewonnen, aber sowas raubt dir auch Energie. Und ich glaube, Bielefeld zu Hause, ganz egal wer da spielt, das wird ein Faltspiel. Die werden den Bayern versuchen, das Leben so schwer wie möglich nach der Länderspielpause zu machen. Und ich sage, viele gehen jetzt hier von einem 0-6, 0-5, so einen ganz klaren Auswärtssieg der Münchner. Und ich sage, nein. Ich sage, das wird ein erkämpfter, mühsamer Bayern-Sieg. Ne, vielleicht auch kommt ein Tor zu Anfang, ein Tor in der zweiten Halbzeit. Und deswegen entscheide ich mich hier auf einen 2-0-Sieg nur für die Bayern. Kann auch ein 3-0 werden. Ja? Hier habe ich auch gegen Düren getippt unter einem Facebook-Post 2-0. Aber dann war es ein 3-0. Es kann natürlich auch ein 3-0 werden. Ich sage trotz allem, Bayern wird in Bielefeld nur 2-0 gewinnen. Passt also auf, hohe Handicaps dort nicht anzuspielen, nicht anzufassen. Für mich auch, ich denke, Coman wird wieder ein Tor machen. Ich denke, hier genau werden auch so Spieler treffen, beide Torschützen, die nicht so regelmäßig treffen. Deswegen Coman mit einer Dreierquote und für mich ein minus 3,5 Spiel mit einer Zweierquote. Und dann sind wir bei Gladbach gegen Wolfsburg und ich denke, die Gladbacher werden die Wolfsburger auch mit 3 Unentschieden. Aber jetzt in Gladbach erwartet sie ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich denke, Gladbach ist da zu Hause doch ein Fünktchen stärker und wird die Wolfsburger mit 2-1 schlagen. Gladbach-Wolfsburg 2-1 ist eine 1,90er Quote auf Gladbach. Und dann kommen wir zu den beiden Sonntagspartien, die da noch auf dem Programm stehen. Und das wäre Köln gegen Frankfurt. Wäre die erste Partie und Köln auch mit 3 Niederlagen. Und die Frankfurter mit Dost und Silva ist eigentlich mein Lieblingssturmduo da vorne. Die sind beide wirklich, das sind richtige, zwei richtige Stürmer. Ne? Trotz allem gehe ich hier davon aus, dass es ein Kampfspiel sein wird, schwieriges Spiel auch für Frankfurt, denn die Kölner wissen, eine vierte Niederlage jetzt zu Hause, auch wenn die Frankfurter hier wohl leichter Favorit sind, ist natürlich schwer, schwer zu tragen dann. Ne? Das wäre ein sehr negativer Start, 0 Punkte aus den ersten 4 Partien zu holen. Und ich denke, die werden sich jetzt reinschmeißen und zumindest zu Hause gegen die stärkeren Frankfurter einen Punkt erkämpfen und ergattern und sich irgendwie da herauszigeunern. Hector hat ja auch die seine Länderspiellaufbahn beendet. Deswegen mit der neuen positiven Power, ne, in Anführungsstrichen, Kack auf die Länderspiele. Man soll für seinen Verein in der Krise da sein. Wird Hector wohl das 1-0 für Köln machen? Und dann werden sie lange, lange verteidigen, bis Dost oder Silva doch durchkommt. Ne? Für mich 1x mit einer 1,65er, minus 2,5 Partie mit einer 2,55er Quote. Da gehen die Buchmacher aus, dass mehr als 2 Treffer fallen. Und ich sage euch, da fallen nicht mehr als 3 Treffer. Und dann sind wir, also 1-1 war das Ergebnis, falls ich das jetzt hier nicht angedeutet habe. Und dann sind wir bei der letzten Partie. Tja, das Lieblingsteam wohl momentan vieler Bundesliga-Fans in Deutschland, Schalke 04 Gelsenkirchen, die ja wohl gefühlt die letzten 9, 10, 11 Monate kein Bundesligaspiel mehr gewonnen haben. Das sind Rekorde, die kaum einer mehr brechen wird in den nächsten 100 Jahren. Gegen Union Berlin. Und was hat Union Berlin? Ich habe mir das Spiel sogar live angeguckt in Polen noch. Gegen Mainz gemacht. Das war ja pam, 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 pam. Die haben ja wirklich unfassbare Tore. Kruse hat sich gut, der alte Rubbler, ne, hat sich gut eingefügt gleich mit dem Kopfballtor. Das wird jetzt auch so ein Ding. Jetzt ist Schalke mit 3 Niederlagen gestartet. Union, man sieht, sind doch nicht so schwach, wie ich sie eingeschätzt habe. Ja? Präsentieren sich wirklich sehr gut. Aber ich denke, wie oft soll Schalke noch verlieren? Das ist ja, also ich versuche immer schon manchmal positiver für die zu tippen, damit die endlich einen Sieg holen. Ne? Aber jetzt muss ich sagen, gegen die Unioner, die besser im Saft stehen, wird es auch wiederum ein sehr schwieriges Unterfangen. Für mich Schalke Union ein klares Remis, 2-2. Für mich eine sehr gute Quote, 2,5 Quote. Union über 1,5 Tore, denn die Schalker sind anfällig. 2 Tore gegen Schalke kann eigentlich jedem gelingen. Deswegen diese Quote könnte man anspielen. Und für mich ist das ein klares über 2,5 Spiel mit einer Zweierquote. Ich denke, da wird es Tore geben. Beide Mannschaften werden treffen. Und am Ende wird eine Mannschaft 2 Treffer erzielen, vielleicht sogar beide und mein Resultattipp kommt. Deswegen Union über 1,5 Tore mit einer 2,50er und ganzes Spiel über 2,5 mit einer Zweierquote. So, meine lieben Sportsfreunde, ich bedanke mich bei euch für jeden Daumen hoch, ja,
für alle, die mich weiterhin unterstützen, ja, jetzt geht Schlag auf Schlag, denn nach der Bundesliga kommt auch schon die Champions League mit der Europa League und da sind ja in der Gruppenphase Spiele en masse. Und dann kommt auch nochmal der Onkel als Bastler hier, Freunde. Ne? Was will man mehr? Der Onkel mal wieder nach langer Zeit top motiviert und jetzt mal wieder in regelmäßigen Abständen hier auf Maverick TV zu sehen. Dankeschön für jeden Daumen hoch. Dankeschön für alles. Peace out. Und noch ein Schlückchen, Freunde. Wartet mal ab, denn das haben wir schon fast vergessen. Das Getränk der Woche. Das Mega Le Tribut Tonic Water. Schmeckt fantastisch. Also, eins der besten Tonic Waters, die ich getrunken habe. Ist wirklich empfehlenswert. Und jetzt kann mit dem Tonic Water auch der Abschluss kommen. Peace out und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah!